Am Wochenende werden in Spanien Rekordtemperaturen erwartet, denn Sahara-Luft erreicht die Iberische Halbinsel. Derzeit liegt ein Hochdruckgebiet über Russland und sorgt dort für länger anhaltende überdurchschnittliche Temperaturen, während in Westeuropa die Temperaturen wie das Wetter wechselhaft sind. Denn Tiefdruckgebiete saugen immer wieder warme Luft aus dem Süden an, bald darauf breitet sich aber mit der Kaltfront der Tiefs wieder kühlere Luft aus. Und genau das passiert am Wochenende in Spanien. Ein Tief saugt sehr heiße Luft aus dem Süden an. In der Gegend um Sevilla werden Temperaturen über 45 Grad erwartet. Und damit könnte der europäische Temperaturrekord, der mit 48 Grad in Griechenland gemessen wurde, am Sonntag geknackt werden. Am Dienstag ist die extreme Hitze dann in Spanien vorbei. Die warme Luft zieht mit dem Tief weiter Richtung Osten. Die Luftmassen kühlen sich zwar etwas ab, aber in den folgenden Tagen steigen die Temperaturen in Italien und es ist auch gut vorstellbar, dass ein Schwall dieser warmen Luft bis nach Deutschland vorankommt. Die besten Vorhersagen für einen Ort finden Sie auf weather.com.